Und damit willkommen zurück zu Let's Play Adventure Time and the Pirates of Enchiridion oder so. Und ja, blöderweise in der letzten Folge wollten wir einen Schlüssel schnappen. Blöd wie ich war, habe ich das natürlich nicht geschafft, wie ich es gerne schaffen wollte. Denn ich habe mich zu dolle von den Dingen verleiten lassen. Von diesen Pflänzchen. Und ich werde es schon wieder tun. Nee, tatsächlich, glaube ich nämlich, hatten wir hier an dieser Stelle ein bisschen Glück gehabt. Wow, Moment. Heilen? Ich habe nur noch einen Trank? The fuck? Verarsch mich. 9 habe ich noch. 9 kleine und einen großen. Ich wollte schon sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Okay. Diesmal werden wir uns nicht verleiten lassen. So. I have to get that key. No sleeping on the job. So, hier oben waren wir nämlich schon. Aber ich, Genius, habe nämlich, war dann zu nachlässig und wollte unbedingt mehr Geld haben. Und habe dann den Schlüssel sozusagen fallen lassen. Bin dann ins Hauptmenü zurückgegangen. Wie bescheuert. So einfach kann es gehen. That was easy. Und damit haben wir auch endlich. Hey! Bubblegum. Long time no see. Fern! Oh man! First the flood, now you? So what? Got tired of being a knight and now you hang out with pirates? I'm not hanging out. Technically, I'm leading them. Great. Guess that means we're gonna have to fight you. Again. Can't believe what a jerk you turned out to be. Yeah. I mean, you used to live on our roof, man. I've got a better place to live now. And yeah, I guess we're gonna fight. Bring it! Okay. Ich bin mal gespannt. So, welche Stufe hat denn der Dude überhaupt? Und wie sehen unsere Lebenspunkte aus? Unsere Lebenspunkte sehen eigentlich gar nicht so verkehrt aus. So, wollen wir gleich mal mit der Axt, weil Feuer. You don't stand a chance. Aber vielleicht sollte man doch erstmal bei denen hier die kleineren platt machen. Vor allem, was haben die gegen Jake? Das ist ein kleiner süßer Hund. Nee. You don't stand a chance. Alter. So, wir reizen das ein bisschen aus. An der Stelle. Aber wir müssen erstmal wirklich die kleineren platt machen, finde ich. You don't stand a chance. Auch wenn der Dude hier der Meinung ist, sich die ganze Zeit mies buffen zu müssen. Boah, Jake, komm wieder klar, Junge. Komm wieder klar. Wir brauchen dich. Ja, komm. Lieber auf die jetzt. Alter. Jetzt übertreiben die es hier aber hart. Okay. Gut, den ersten haben wir. Und Massimo nutzt jetzt einfach mal Schnellheilung. Während
Muss mal gucken. Das ist nur Wiederbeleben. Wiederbeleben. Ja, komm, Gruppenheilung. Yeah, that's better. Und dann Angriff auf die Dudes. More power! Absolut krass. So, wir bleiben bei der Gruppenheilung. Das ist schon ziemlich nice. Die immer mal drauf zu packen. Auch hier. Gruppenheilung, weil ich meine, dreimal Gruppenheilung hintereinander. Auf die Art und Weise können wir echt viel reißen, tatsächlich. War auch nicht schlecht, dass wir das gemacht haben. So, Moment. Erstmal die Gruppenheilung. So. Und dann kriegt er einen Hieb. Vor allem dieses Geschwindigkeit aus, das ist ja... Sag mal, hackt's bei dem? Okay. Also, so sollte das ganz sicher nicht aussehen. Ich muss mal hier gucken. Ja, das ist eigentlich schon fast übertrieben. Dann soll er mal lieber 25% bei Marceline wieder heilen. Und ich würde fast sagen, bevor der wieder so einen Scheiß macht, zwirbeln wir lieber den Bumerang da rein. Marceline kann die überhaupt? Ne, die kann nicht. Dann, komm, ein Angriff, damit der Gegner hier endlich weg ist. So, du hast jetzt drei. Und gib ihm. Weil ich jetzt überhaupt keinen Nerv habe, dass der hier irgendwie solche miesen Dinger rauspustet. So, Marceline geht's noch gut. Das ist wunderbar. So, Werwolf. Sehr gut. So, wir sollten hier auf jeden Fall öfter diese Fähigkeit Boosts nehmen, weil wenn er sich jetzt selber heilt, der heilt sich ja auf unsere Kosten. Der olle Sack. Und das halt eben echt nicht zu knapp. So. Jake darf erst einmal die Gruppe heilen. So, jetzt darfst du hier deine Rollo-Attacke machen. Brumm. Oh, Marceline ist jetzt an dieser Stelle nicht in der Lage, für uns vernünftig Angriffe zu führen. Ah, das ist ja schon ein bisschen ätzend. You don't stand a chance. Diese Immun ist auch süß. So, nochmal. Alle heilen. Und gib ihm. Ja, komm, ich versuch mal, hier einen Viererangriff mit Jake rauszuhauen. Auch wenn das jetzt nicht so cool ist. Alter. Der hat ja Moves drauf. Gucken, Bumerang kostet 4. Roffelattacke. Sweet. Komm, dann haben wir nämlich den hier gleich raus. Ja, schön. Das war gut. So, Marceline ist wieder voll dabei. Das ist perfekt. Das heißt nochmal eine Heilung auf alle. That was tasty. Mhm. Und jetzt darf Marceline hier nochmal richtig Kette geben. You don't stand a chance.
Oh, daneben. You don't stand a chance. Sehr schön. Das hat echt gut gesessen hier. So, mit 4 Punkten können wir, glaube ich, schon. Jawoll. Mit 4 Punkten können wir einen Pyro-Hieb schlagen. Starten. Und es sieht aus, als ob wir damit diesen Kampf aber auf unsere Seite lotsen. Daneben, das bringt nichts. Ach, du wirst schläfrig? Kann nichts machen. Egal. Win! Yay! Marceline kriegt ein Level up, das finde ich herrlich. Und nochmal richtig die Kohle kassiert. Sorry, you had to stay locked up so long. Glad to see you still have Simon's crown. Yeah, Ice King said it went all nuts and made him melt stuff instead of freezing it. I'm not surprised. It looks like one of the crystals was removed and put back in backwards. There, good as new. But why would somebody take the crystal out? The only reason I know about is powering up the Enchiridion. But the Enchiridion was destroyed a long time ago. The one from this universe. But there are lots of universes, Finn. And lots of Enchiridions. You think somebody powered up another Enchiridion and used magic to melt the Ice Kingdom? The Enchiridion isn't a spellbook, but somebody with a head for science could probably get some pretty dangerous ideas from it. If the Flood even has anything to do with the Enchiridion. I'm just speculating. Hmm. Fern isn't saying much. Do you think he could have done it? And I don't know if Fern's involved, but it's kind of a coincidence he showed up now. I mean, he was hanging out with my uncle, who isn't exactly a good influence. I'd be surprised if he doesn't at least know something. I say it's time we found out. Jake? Where's Fern? Oh, right! I guess I was supposed to be guarding him, huh? You think? Arr, you scurvy dog! Hey, pirate talking or not, that's just hurtful! Should we look for him? He can't have gotten far. We'll worry about finding Fern later. For now, let's just get the crown back to Ice King so we can start fixing this mess. I hope PB finds her way back to the boat, okay? Das ist echt so gut. Ich finde diesen Humor hier tatsächlich unglaublich witzig. Der macht richtig Spaß. Und dann halt eben die ganzen Jokes hier. Ist einfach nur zu herrlich. Also teilweise sind das halt eben auch Spiel- und Filmanspielungen, die man einfach normalerweise nicht ganz so raffen tut. Wenn man die Spiele oder die Filme nicht gesehen hat. So, wir müssen uns jetzt hier nochmal ein bisschen ausrüsten. Ich hoffe, dass der wenigstens wieder ein bisschen Zeugs für uns parat hat. Welcome, welcome. The pleasure's all mine. You're carrying große Herzflakons. So that's a good sign. Aber gut, davon hat er auch wieder ein paar. Das ist sehr schön. Davon nehmen wir gleich einen ganzen Haufen mit. So, große Herzflakons sammeln wir auch mit ein. Ja, die Äpfel haben echt viel gemacht. Darum nehmen wir die auch. Aber wenn wir schon wieder, wie gesagt, wieder so viel Kohle haben, dann nutzen wir doch wieder alles hier, um uns aufzupowern. So, was fehlt denn Finn noch? Finn fehlt nur das Blocken. Ja, komm. Alles auf Maximum. So, vor allem die Lebenspunkte und der Schaden muss bei Marceline aufgepustet werden. Genauigkeit auch. Oh, das geht ja richtig steil hier. Also wir sind ganz gut ausgerüstet, würde ich sagen. Also wir könnten jetzt auch mal hier unsere, da drüben diese komischen Ameisenviecher angreifen. Damit wir dort an die Kiste drankommen. So. Den Vierer greifen wir dann zuerst an. Und ich glaube, ich nehme dafür mal die Eisklinge. Ach, sind 2 Vierer und 1 Dreier. Na gut, gucken wir mal, ob das was bringt. Oh, das war jetzt wohl nicht so gut. Alter! War das ein Schaden? Die machen ja richtig Schaden, die Viecher. Ist ein bisschen übertrieben.
ein bisschen doll übertrieben. Ja, dann, hier, gleich mal geheilt. Und... Nein, das war der falsche. Eigentlich wollte ich ja irgendeinen anderen hauen, aber High Five Attack. Einmal auf ihn. So, super. Einen bösen Dude haben wir jetzt weg. Ja, sehr schön. Ich finde das krass, wie Marceline jetzt hier gerade abgeht. Oh, der hat richtig gut auf die Nase gegeben. Und Marceline, gib ihm nochmal. Ach, Marceline ist wieder voll im Einsatz. So, weg. No sweat. 600. Schon mal gut. Ist gar nicht so wenig. So. Wie viel Kohle haben wir denn jetzt? Wieder ordentlich. Das heißt, theoretisch ist nur noch Marceline dran, sich aufzupowern. Na dann können wir hier nochmal anfangen, unsere Spezialattacken aufzubessern. Auch du hast hier noch welche, die noch nicht ganz OP sind. Marceline, glaube ich, auch. Jawohl. Voll gut. Das finde ich herrlich. Also, ich finde es gut, dass man hier das Geld einfach so unglaublich massiv los wird. Weil, ja, man muss halt eben echt Kohle lassen an manchen Stellen. Was aber an einer anderen Stelle ein bisschen ärgerlich ist, ist halt eben wirklich... Oh, da ist auch noch eine Kiste. Komme ich denn da durch? Und Finn? Nee. Das habe ich mich auch schon gefragt, aber dafür kriegen wir wohl noch keine Antwort. Wofür das gut sein soll. Ist natürlich auch die Frage, wie wir diese Sidequest machen. Können wir... Hello, dude. Also die Sidequest läuft ja hier. Mit diesen komischen Knospen, die wir irgendwie zerstören müssen. So, wo müssen wir jetzt hier eigentlich lang? Da lang? So, geldtechnisch geht es uns irgendwie besser als vorher. Was halt eben auch bedeutet, dass wir uns gut aufleveln können. Ich laufe hier im Kreis. Warum sagt mir das keiner? I've got a feeling it's supplies you need. If that's the case, then please. Ausverkauft. So, da sind wir. Gucken jetzt gerade nach unten. Das heißt, wir müssen nach links. Rechts. Da lang müssen wir. So, einfach, eigentlich einfach dem Stern entlang. Oder dem Stern nach. Schon ein bisschen düster und unheimlich hier. So, da lang. Und ich glaube hier jetzt lang. Das war ja gut von mir. Da entlang und hier runter. Ach ja, hier waren die hässlichen Dudes wieder. Egal, die kriegen wir hin. Die halten ja gar nichts aus. Oh, ich sollte vielleicht erstmal den Lilanen angreifen. So, erstmal hier alle heilen. Und jetzt den Dude. Boah. Marceline macht die hier schon fast mit zwei
Hits platt. Wo ich nochmal. Weil irgendwie mag ich diesen Dude hier nicht. Jawoll! Das war echt gut, dass ich die jetzt, dass ich die nochmal aufgelevelt habe, diese Waffe. Ja, Marceline haut die hier schon fast mit einem Schlag weg. Muss man echt aufpassen. Dementsprechend können wir jetzt hier einfach wild drauf losmoschen. Und Finn bekommt wieder extra Erfahrungspunkte. Schon ein bisschen tricky, das vernünftig zu, so zu regeln, dass alle gleichmäßig leveln. Das, weil wenn immer der als letztes zuschlägt, Bonus-EP bekommt, ja dann Prost Mahlzeit. So, hier haben wir noch eine, das heißt wir haben jetzt 6. Da ist noch eine. Ah, ich sehe noch ein paar mehr. Eine ist hier. Aber Moment. Die sind ja wieder zurückgekommen, die Dinger. Sorry, dann muss ich jetzt hier einfach mal mir den Jack schnappen. Und hier durch die Gegend tuckern. Denn tatsächlich finde ich, dass das schon lohnt, mal so eine Sidequest abzuschließen. Was haben wir denn hier eigentlich? Kommen wir hier nicht durch? Aha! Raus mit dir! Du bist frei! So, diese Sidequest gibt uns wahrscheinlich nämlich richtig dicke Erfahrungspunkte und Geld. Und bevor wir dann zum Eiskönig zurückdüsen. So, ich kann hier schon mal auf Jake wechseln. Climb on! Whip, rüber. Weil wenn wir jetzt hier nur noch 3 Stück zerschlagen müssen von den Dingern. 1, 2 und 3. Dann ist nämlich die Sidequest abgeschlossen. Und wir können jetzt hier zurück. Haha. Ich glaube, wir haben dicke Geld dafür bekommen, sage ich doch. So, hier ist nichts mehr weiter, hier ist auch nichts mehr weiter. Das heißt, wir können hier weiter die Spezialangriffe aufpusten. Den Twister vor allem, den fand ich ziemlich cool. Nee, ich pumpe da lieber Geld in Marceline. Diese Flammachse ist schon bombastisch. Up we go! Und weil wir hier nochmal ein bisschen Geld holen können. Oder andere Gegenstände auch. Machen wir das hier nochmal. So. Und bumm. Tocka, tocka, tocka. Ich finde das herrlich. Wieder alle auf Jake sitzen und Motorrad fahren. Brumm. Beziehungsweise Mofa. Ein richtiges Motorrad ist das ja nicht. Boing. Ja, wäre die Kollisionsabfrage nicht so Banane, dann würde das Ganze hier auch um einiges besser aussehen. Bounce. So, und nochmal auf Finn. Damit wir hier schön Zeugs zerraspeln können. So, von da kamen wir. Das heißt, wir müssen jetzt hier entlang. Da den Weg lang. Hier könnten wir
noch mal ein bisschen shoppen, hey, wenn wir schon dabei sind. I've got stuff for you. No need to wait. There's never a queue. Vor allem diese Äpfel, die sind grandios. If you find you need stuff now and then, don't hesitate to ask. Come back again. So. Ah, da ist auch Prinzessin Bubblegum. So. Ab an Bord. Und eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist Geld. Eine Seefahrt, die ist schön. Darum werden wir hier erstmal ein bisschen Geld sammeln gehen. Okay, hier ist nichts weiter. Und wenn doch, dann ist es mir egal. So, erstmal hier den Ausweg finden. Wo müssen wir hier nochmal raus? Verfluchter Wald. Na Mensch. Als wären wir hier nicht schon gewesen. Ah, da ist der Ausgang. So, was war das hier? Piraten 0 von 7? Irgendwas war doch da gerade. Da sind Piraten. Piratenschiffe 0 von 7. Da sind Piraten. Wollen wir mal gucken, ob wir da irgendwie gegen die kämpfen können. Okay, okay, okay. Let's do it. Welche Stufe? 4, 5. Ja, komm, dann natzen wir die Dudes erstmal. What? So, erstmal die pornöse Porno-Axt. Ich glaube, wir müssen hier nochmal ein bisschen gegenheilen. So, und jetzt die Twister-Attack. Moment. Auf ein oder mehrere Gegner, das ist gut. Bam, bam. Wunderbar. So viele sind es ja nicht mehr. Daneben. Nein. Sehr gut. So, auch nochmal ein bisschen heile machen. Ja komm, hau ihn weg. Und vielleicht können wir damit noch ein bisschen was reißen. Ja, 144, das ist gut. Nein? Smack. So, den Angriff hauen wir mal lieber hier hin. Und der letzte Hit geht an Drake. Oh, das ist mies. Drake und Finn haben schon wieder ein Level up. Das bedeutet natürlich, dass wir hier wieder unglaublich Geld ausgeben können. Sogar massiv viel Geld ausgeben könnten, theoretisch. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier durchkommen. Hier anscheinend nicht. Ah, da ist der Weg. Das Weideland. Ah, guck mal. Da vorne ist sogar unser Heim. Vielleicht können wir dort irgendwie mal kurz hingehen und uns ausruhen oder irgendwie sowas. Es wäre nämlich echt mal praktisch, sich ein bisschen auszuruhen. Nö, hier geht nichts. Was ist das denn? Da auf der linken Seite, da ist irgendwas. Achso, das ist unser altes Boot. Snack.
So, da ist noch eine Sache. Da. Mitgenommen. Und auf zum Eiskönig. Der wartet schon sehnsüchtig nach seiner Krone. Ob der hier noch ist oder ob der plötzlich irgendwo verschwunden ist und der Meinung ist, fuck it, meine Krone hin oder her. Hier irgendwas? Nö, nix weiter. Klebt ein Pinguin im Eis? Was ist das denn hier? So, irgendwie nix, sieht nur komisch aus. So, schön. Das wundervolle Eiskönigreich. Da sind wir wieder. Schön gemütlich hier. It's about time. You're out having fun, sailing the world, and here I am up to my southern hemisphere in melting ice kingdom. Sorry, man. There is all kinds of messed up stuff going down. Here's your crown. Should be good as new. All right, Ice King has got it going on again. I'd best get to freezing. Good luck, Simon. Jake and me have got to get back to figuring out what caused this mess in the first place. Hey, before you guys go, Gunther and his bros are still missing. Could you pick them up and take them somewhere safe if you see them? We can bring them back here. Nah, they'd just get underfoot or accidentally frozen into a wall or something. You'd be surprised how often that happens. There's an ice island over that way. They'll be safe there until I can pick them up. Will do. Come on, Jake. Let's get PB back to the Candy Kingdom. Alles klar. Damit haben wir auch eine Sidequest noch dazu bekommen. Aber an dieser Stelle, wie gewohnt, 30 Minuten sind rum, sogar 32. Und deswegen gibt's einen kleinen Cut. Bis zur nächsten Folge Let's Play Adventure Time mit Duftertü. Also, bis denn.